Und heute bei Ruckzuck ein neues Damenteam. Das Hau-Daneben-Team mit Birgit Schlitt, Silvia Schweiger, Ilona Woddart, Heike Schmitz und Claudia Zipperling, Großhandelskauffrau. Ihre vier Kolleginnen sind Krankenschwestern und das sind die Champions. Ungeschlagen die Dickhäuter, Sepp Siegel, Lothar Schabenberger, Erwin Funk, Manfred Neuberg und Albin Fischer sind Polizeibeamte. Alle sind heute hier und zu Gast bei Ruckzuck. Und einer fehlt noch. Der Mann, der beiden Teams die Daumen drückt. Hier ist Werner. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zu Hause und im Studio. Ruckzuck, ich bin da. Gut gelaunt. Was brauchen wir überhaupt für eine gute Show? Erstmal ein hervorragendes Publikum, was viel applaudiert und den Bildschirm einschaltet. Ein gutes Team, wie das Ari-Team in München, das für alles sorgt. Gutes Bild, guten Sound, gutes Grandi-Team. Was braucht man noch? Sehr gute Kandidaten. Mal ein bescheidener Moderator. Und vor allen Dingen, das ist das Salz in der Suppe, Gewinne. Und bei uns kann man ja, wenn man einmal ins Finale kommt, 4.800 Mark gewinnen. Und heute kann es sein, deswegen mache ich es spannend, wenn ein Team heute, ich sage gleich welches, ins Finale kommen sollte, dann spielen die nämlich wirklich, und das ist das Besondere an dieser Sendung, um 25.000 Mark.